Die Franco Travelers, hallo, servus. Die Reise geht jetzt weiter. Wir sind jetzt mehr oder weniger in Rom drin, auf einem Stellplatz für 2 Tage. Wir nehmen jetzt 2 Tage alles mit, was wir mitnehmen können, zu Fuß, mit der Bahn. Vielleicht klauen wir auch noch irgendwo ein Fahrrad und fahren dann rum. Hier ist unser Stellplatz. Hier steht der Bus. Der Stellplatz, wie er heißt, keine Ahnung. Wenn ich es rauskriege, blende ich es noch hier ein. Wenn nicht, müsst ihr dann in den Kommentaren nachfragen. Dann schreibe ich es unten rein, wo wir waren, oder in der Beschreibung. Mal schauen, wie wir es machen. Stellplatz kostet pro Nacht für alles zusammen komplett mit Strom 30 Euro. Wir zahlen 60 für 2 Nächte. Und hier direkt hier hinten dran, da haben wir die Duschen. Also das ist die eine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken. Da hinten, da wo das Dach so schräg hoch geht. Da haben wir dann 3 Duschen und auch nochmal das gleiche. Mal gucken. Die Dusche kostet hier für 4 Minuten 1 Euro. Fabio, 4 Minuten Zeit hier, um zu duschen, gell? Ja, auf dem anderen Campingplatz. Ich habe mal ausgerechnet, wir brauchen 6 Euro. Wenn wir das packen, natürlich. Und die Christina macht jetzt gerade fertig und dann laufen wir hier vor. Also hier in unmittelbarer Nähe ist die U-Bahn-Station und mit der fangen wir an dann die Tour und dann nehmen wir euch mit. Ihr könnt dann live dabei sein, wie wir Frankos Rom erleben, okay? Ist eigentlich gar nicht mein Ding mit viel rumlaufen. Ich schwitze jetzt schon nur beim Filmen. Also ich bin nachher dann komplett fertig. Wir haben jetzt uns Tickets geholt, 48 Stunden. Also was kostet? Nee. 37,50. Wir haben 24 Stunden geholt, glaube ich. Wir haben 48 Stunden. 48 Stunden geholt für 37,50. Gibt es keine Familienkarte, muss jeder eine kaufen. Hat er gemacht. Ja, die Maske ziehe ich gleich an hier. Und dann fahren wir jetzt wohin? Christine, was hast du jetzt anvisiert als erstes? Der Trevi-Brunnen. Der Trevi-Brunnen. Gleich mal wieder Geld loswerden zum Ding, Ding. Okay. Oh, da kommt sie schon. Angeln wir uns mal durch. Ich muss jetzt gestehen, ich habe heute die erste U-Bahn-Fahrt in meinem Leben in mir, also richtige U-Bahn, nicht so wie in Karlsruhe, da ein bisschen Tunnel, sondern richtig über 20 Minuten U-Bahn. Es wurde immer voller. Es wurde immer voller und es wurde immer voller. Es war richtig Gruppenkuschel, immer die Hände am Sack, ja, dass nichts geklaut wird. Und jetzt geht's los. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Ich mache jetzt gar nicht groß Gelaber, außer es ist wirklich was Spektakuläres. Aber ich glaube, es wird halt bumsvoll. Egal wo. Ich nehme euch ein bisschen musikalisch mit. Blende euch ein, wo es ist. Ist das die Fontana Trevi vielleicht? Oh, nee. Nein. Ist sie nicht, okay. Hab nur gedacht. Also jetzt, guck mal, was für Busse hier, lauter hier, Tourismus. Gar nicht meine Welt. Also ich nehme euch jetzt ein bisschen musikalisch mit. Habt Spaß. Sagtest du schon. Sag ich nochmal. Andiamo. Ich nehme euch jetzt musikalisch mit und dann geht's los. Hier ist die Hölle los. Es ist hier abnormal, was hier abgeht. Jetzt sind wir hier gerade, bei wem sind wir hier, Fräulein Führerin? Spanische Botschaft. Jetzt kommen wir zur spanischen Treppe. Okay, und hier wird auch ziemlich viel militärisch überwacht. Ich glaube, ein bisschen Angst vor Anschlägen oder so. Ja, jetzt laufen wir mal Richtung spanische Treppe. Fontana di Trevi, habt ihr gesehen? Full House.
Muss schnell ein paar Selfies geschossen und direkt wieder weiter. Was ich hier auch habe, ich habe hier sehr oft ein Déjà-vu mit Achtung Abzocke. Ich sehe hier alles, was der so bemängelt hat. Ist sie das, die Treppe hier? Das ist sie. Oh, wir sind da, die Treppe. Müssen wir die jetzt hochlaufen? Eigentlich schon. Wahnsinnsaussicht. Der Fabio, gell, Christian, wie war das? Wolltest du dich hinsetzen? Und der Fabio soll sich hinsetzen? Darf man gar nicht. Kam ja gleich die örtliche Polizei und sagt da. Ist nicht. Ich bin ja gleich drei hochgelaufen, ganz kurz. Hinsetzen ist nicht. Ich hab gesagt, ich muss mal fragen, wo man hingegangen ist. Warum darf man sich nicht hinsetzen? Hey, haben die gesagt, so ja, aber ganz einfach, weil der Boden wird dreckig. Die Leute lassen ihren Müll liegen. Wenn einer sitzt, sitzt die alle. Deswegen. Sicher, sie lassen auch die Kaffeebecher ja. Hier stehen. Schon richtig gut hier. Und der Fabio nimmt seine Flasche jetzt wieder in die Hand. Okay, es geht weiter. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Tourismus gesehen wie in dieser Stadt jetzt. Also extrem. Mit einem ist es auch in Berlin oder in Paris oder so. Ne? Da sind wir am Kolosseum gekommen. Boah. Und? Wir wollen ja eh duschen heute. Macht ja jetzt nichts. Ach gut, ihr regnet jetzt gerade voll ab, alles nass. Aber das ist's, gell? Wir gehen jetzt wieder mal ein bisschen zurück. Vielleicht was essen. Das ist schon was passiert in Italien, was wir noch nicht gar nicht kennen. Es hat angefangen zu regnen. Christina sieht aus wie ein Pudel. Jetzt haben wir gedacht, jetzt fahren wir nochmal U-Bahn zurück. Ich wollte das sagen, der Fahrer hier. Der lässt es richtig brennen. Der fährt hier. Aber richtig geil auch. Die U-Bahn ist ja mehrstöckig. Gell? Also wir waren vorhin mit der einen U-Bahn. Dann wollten wir umsteigen. Denkst so, ach, die kommt ja gar nicht. Wir müssen noch weiter runter, weil unten drunter noch eine andere U-Bahn brennt. Machen wir jetzt auch. Und die Klimaanlage ist sehr laut hier. So, nach der Regendusche am Kolosseum haben wir uns wieder frisch gemacht, frisch geduscht. Jetzt gehen wir mal genüsslich essen. Wir haben, also Christina und ich machen das volle Programm, gell Christina? Heute gibt's. Was gibt's nie in Deutschland? Komm, sag mal, was du mir gesagt hast. Oder sag's mal den Leuten. Menü. Hier gibt's nämlich, also in Italien, also die. Primo. Also hier gibt's volles Programm, erst ein bisschen Pasta, dann gibt's. Erst geht's mit Vorspeise los. Antipasti. Dann geht's los weiter mit Pasta und dann geht's mit Carne, mit Fleisch. Und dann haben wir noch einen Kuchen, ist auch noch, also was Süßes ist dabei. Und dann haben wir noch zwei Kaffee dabei, ne? Jetzt sind wir mal gespannt, dass Christina hat angefangen mit dem Espresso, weil wir waren zu früh da. Was, ich habe angefangen mit dem Espresso? Aperol. Babbel ich wieder im Müll, gell? Der Koch war noch nicht da. Aber der ist jetzt da, der hat schon Essen jetzt bestellt. Und nochmal, AS Rom spielt gerade, aber völlig. AS Rom, da wollten wir eigentlich ursprünglich heute hin. Und dann waren wir im Fanshop von AS Rom und habe ich den Verkäufer gefragt, ob man hier auch Karte kaufen kann. Und dann hat er gesagt, was für Karten ist ausverkauft. Und dann hat er gesagt, dann gehen wir fressen. Ne? Ja, aber wir gucken es hier. Ja, aber da hinten läuft es, oder? Christina ist im Fernseher. Fabio und ich hocken schon in Position. Ich habe jetzt wieder abgenommen heute noch. Jetzt geht's weiter. Rom-Tour Nummer. Nee. Wir fahren jetzt wieder zum Kolosseum, da wo wir es gestern im Regen abgebrochen haben. Ja. Wir gucken uns das jetzt bei guten Wetter nochmal an. Jetzt waren wir gerade hier auf bei Lebe.
Also wir sind jetzt angekommen hier, Colosseo. Heute bei gutem Wetter, aber wir stärken uns jetzt erstmal mit Espresso. Espresso. So. Wollen wir mal gucken, was so eine Tour hier kostet? Und? Was kostet? Das ist das Biglietto Ridotto. Full. Ah, also eine Führung kostet 22 Euro, eine volle Führung. Aber ich möchte hier nur reingucken, dann kostet es. Four Entori PM. Zwei? Nee. Sehen wir mal hier auf der, ist das die Südseite, Nordseite? Das Fotomodell muss hier auch was arbeiten hier. Hello, I am in the water. Hello. Wir sind jetzt, wir haben uns gerade in den Bus gesetzt und sind mal einfach mal jetzt zum Stadion gefahren. Stadio Olimpico, Olympisches Stadion. Das Stadion ist, seht ihr hier, also hinter der Statue da hinten. Mal gucken, ob wir da auch näher rankommen. Und hier sind jetzt die ganzen, Christian hat es gerade gesagt, das sind die ganzen Disziplinen hier dargestellt in Statuen, oder wie heißt das? Ja, das ist alles. Sehr römisch hier, sehr, sehr römisch. Lauter Römer. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch den ein oder anderen Fußballspieler treffen. Francesco Totti ist da, hä? Hm? El Bubolo. Nee, vielleicht Pellegrini oder so. Oder? Ja, gestern war hier das Spiel, da wollten wir eigentlich gern hin, aber es war leider schon ausverkauft. Dann hat eh geschüttet. Bevor wir jetzt unnötig hierher fahren, haben wir es gelassen. Jetzt haben wir uns heute Mittag in den Bus gesetzt und sind hierher. Gestern noch den Bauch vollgeschlagen, heute mal ein bisschen weniger essen, gell? Ja. Und schmeckt das Wadio? Ja. Das ist gerade zum Salat dazu, gell? Ja. Ich sag mal, was essen zwischendurch, gell? Nach dem kurzen Shopping hier von dieser blonden Touristin hier, sind wir jetzt hier in einem schönen, was ist das, eine Galerie hier, kleiner, genau, Mann. Richtig geil. Und das Allerschönste momentan ist, dass es hier richtig kühl ist. Gell? Oh, ich lege mich auf den Boden nackt. Was? Warum nicht? Ich finde es spannend. Mal sehen, was passiert. Ja, also unser Rom-Trip neigt jetzt langsam und endlich dem Ende. Morgen geht's los. Wir gehen jetzt langsam auch Richtung Bus. Wir müssen uns was zum Essen suchen heute Abend, weil wir am Bus da nichts groß kochen wollen. Und dann sehen wir uns morgen wieder am Strand. Nee, morgen, wir sehen uns morgen nicht am Strand. Wir sehen uns erst wieder im nächsten Teil am Strand, okay? Ja, morgen nicht. So, jetzt erstmal noch eine Espresso-Maschine holen hier. Die kleine. Richtig geil. Nicht nur den Abend aus, wir klingen auch das Video aus. Wir sind am Ende unserer Roma-Reise. Christina war begeistert? Ja. Also Christina hat es gefallen?
Besser wie London, hat sie gesagt. Für mich als Nicht-Traveler, Sightseeing, irgendwas, aber auch geil. Es ist halt hier mega die Hölle los. Also, ein Tag reicht nicht, gell? Gut, und wir haben alles nur oberflächlich angeschaut. Wir waren in keinem Museum drin. Wir sind nicht ins Kolosseum rein, weil wir keine Lust hatten anzustehen. Finde ich gut. Nur deswegen war ich dabei. Aber vielleicht als Tipp, nicht im Hochsommer, in den Sommerferien. Ich denke mal, ein bisschen außerhalb wäre wahrscheinlich weniger los und eine bessere Zeit. Und auch von der Temperatur her wäre es auch angenehmer. Wir haben gestern kurz den Regen mitgenommen, machen wir kurz nass. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei mit uns, konntet euch ein bisschen mit reinversetzen und vielleicht hat der eine oder andere Bock, auch nach Rom zu fahren. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil unserer Italienreise. Macht's gut, bis am dann. Meer. Ciao. Hey. Ich will auch noch was sagen. Okay, es ist Pflicht, ich muss das machen, ja, wenn ich einen VW sehe und schon so ein Oldschool-Auto, ja, mittlerweile muss ich das filmen. Golf 2. Da steht da GDI dran, ist ja wahrscheinlich keiner, ne? Aber er hat Felgen drauf. Und das Zeichen hier. Schön war's. Und falls noch jemand so einen Fahrradträger hat, würde ich auch kaufen. Wäre auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir uns föhnen. Föhnen! Wo ist der Föhn? Man wolle ja nicht hier ohne Fiat Cinquecento hier weiterlaufen. Geil, oder? Oh, mio cuore ist wieder schön rosso. Ist ein gutes Auto. So, können wir auch wieder abhaken auf der Liste. Fiat 500. Überall schwere hier, wie bei Achtung Abzocke, die ganzen Menschen, wo die irgendwelche Touren anbieten und du nicht weißt, wer die sind, woher die kommen. Gäbe schon das Geld und sind sie weg. Ja. Okay, können wir jetzt ins Stadion? Ja, zum wilden Stadion. Was ich aber sagen muss, ja. Aus welchem Material sind die? Hast du? Nur in Deutschland ist halt die Kacke hier mit dem Papier. Schau.